Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich sehe gerade erst... Wie lau... Alter! Ach stimmt, ich habe ja meinen VM-Sklaven dabei. Die Dinger nerven mich gerade. Und ich muss mal heilen. So, wir sind im Moment im Team Magma-Versteck. Sind gerade erst reingekommen, haben deswegen noch nicht wirklich was gemacht, aber wird noch. So. Ja, Stärke habe ich dabei, sehr gut. Ich bin Gott in Stärke-Rätseln. Also, wir haben auf der Backup-Box seit der letzten Folge noch ein Barnett, weil das neben Tauros das einzige ist, das hier spawnt gefühlt. Nur, dass Barnett gefühlt häufiger ist. Okay, dich habe ich noch nie gesehen und bin froh drum. Ich muss aber sagen, hier ist mir die Spawnrate gerade ein bisschen hoch, ne? Ich habe nur einen Top-Schutz. Alter, ich habe mir halt immer gedacht, Schutz nutze ich eh nicht, aber jetzt nehme ich's zurück. Zumindest den muss ich jetzt gut nutzen. So, ab geht's. Erster Magma-Kack. Ich erwarte jetzt von den normalen Rüpeln hier nicht viel, sage ich mal. Also, hey. Ich war kurz weg, mir kaltes Wasser ins Gesicht kippen. Bin offensichtlich noch nicht so wach. Meine Predict-Skills haben mir auf jeden Fall nicht geholfen. Die haben absolut sicher nicht ein gutes Pokémon, diese Gegner. Ja, ja. Alter, der Typ droppt einfach einen scheiß Brutalander. Mit dem falsch? Du bist ein Fackel, die Magma-Rüpel. Dafür kriegst du hier jetzt eine fette Schelle. Ich geb dem Ding gleich eine Kopfnuss. Mann, regt mich dieser scheiß Stein auf. Hat super gepasst. Er benutzt Kopfnuss und ich werf Steine. Da kann man den Meme doch mal einfügen. Ja. Besiegt habe ich dich trotz deines Brutalander. Hier geht's einmal raus und einmal höher. Ich glaube, hier geht's tatsächlich weiter und nicht. Mal genauer hingucken hilft auch oft. Da oben komme ich nicht mal hin. So. Jetzt kommen erstmal natürlich einige Magma-Keks. Warum habt ihr eigentlich alle Flug-Pokémon? Das ist nicht nett. Töte es.
Okay, den kann ich an sich auch skippen, ehrlich. Wir haben genug von den Typen hier. Hallo Ibims! Ja, sehr gut, dass du mich entdeckt hast. Ein Glück, dass ihr so ein Talent habt beim Wache halten. Ja, ich meine, wir haben wieder ein Feuer-Pokémon gegen Pflanze. Aber... das macht echt so wenig. Also mit zumindest ein bisschen mehr habe ich schon gerechnet. Schon damit gerechnet, dass es two-hitten kann. Kacke, was war's? Ich habe gehofft, Knogger gelesen zu haben. Stimmt, das Ding heißt aber auf Englisch nicht mal so. So, Bulbi hat wieder eine fette Schelle bekommen. Beyblade kriegt ein Level. Der andere Typ läuft einfach vorbei und hat mich immer noch nicht gesehen. Ich wechsel mal das Pokémon an vorderster Stelle auf Tyrann. Wetten, jetzt kommt gar kein Feuer oder Flug mehr. Bisher nur Feuer oder Flug und einmal Bodengift. Jetzt kommt nur noch sowas wie Bodengift. Safe Call. Nidoking. Nee. Also. Ja. Ne. Das ist eigentlich mehr das Level, was ich von den Typen hier erwartet habe. Als Brutalander. Das trifft eher meine Erwartungen. Das ist Boden. Was denn sonst? Ich meine, was erwarten wir denn alle? Übrigens, irgendwann in der Folge kriegt ihr noch ein tolles Hintergrundgeräusch, weil gerade ein Video verarbeitet. Wenn es fertig ist, kommt dann ein tolles Geräusch. Surf's tot. Günther OP. So, damit hätte ich den Bereich hier auch hinter mir. Und geht's hier jetzt in die Höhle oder hier lang? Ich glaube, hier geht's weiter. Und jetzt bin ich im Eimer. Ein Kadabra gibt's jetzt hier in dem Bereich. Wird Zeit zum Vorspulen. Ich kann entkommen. Gott, wird das jetzt nervig. Hier ist ein Item. Digga, du bist in meinem Team, du Keck. Was willst du? Ich esse dich tot. Starker Gegner. Ich könnte eigentlich mal langsam aufhören, die... Was? Was? Das kannst du mir nicht erzählen, dass die beide dasselbe Pokémon haben. Was? Das ist ja mal komplett lost. Die stellen sich beide hin mit genau demselben Kackviech. Ja, er hat gerade gesagt, er kann es kaum glauben. Nicht nur du. Ich glaub's auch nicht. Was denn mit euch, Flockig? Mauzi, ja genau. Wegen sowas hätte ich als Encounter gebraucht. Alter, Xatu. Was mit dir los, Sonnenbrand oder was? Jetzt geht's ja auch noch lang. Ah nein, das hier dürfte... Ja, das ist wieder am Start. Ich bin wieder am Start.
das haben wir alles schon gesehen hier. Nur, dass wir eben unten waren. Moin, irgendein Keck. Wenn du jetzt ein Beyblade hast, muss ich... Okay. Wirst damit zwar nichts erreichen, aber zumindest kein Beyblade. Töten. Oh, was ein starker Gegner. Ey, diese Encounter. Yay, Barnett. Toller Encounter gewesen. Jetzt kommst du schon wieder an, Alter. Für ein Sonderbonbon habe ich das Ganze gemacht. Ich habe sogar zwei von den Dingern. Ich würde sagen, ich baller die jetzt sogar mal... Oh, ich hatte irgendwie im Kopf, dass Bulbi noch auf 33 war. Ich baller die jetzt gar nicht auf den Beyblade. Der hat ja einen EP-Teiler. Und schließt sowieso schon ziemlich gut auf mit dem Level. Auch wenn er an sich halt natürlich immer noch mein schwächstes Pokémon ist, alleine durch den Fakt, dass er nicht entwickelt ist. Also, für die, die gerade aus irgendeinem Grund nur diese Folge gucken, ich, dass Libeldra auf Level 16 ist, ein VM-Sklave. Ja, das ist Randomizer Life, VM-Sklave, ach komm, Libeldra. Oh Gott, was habe ich an Argunter? Zwei Pflanzenstarter, zwei Entwicklungen. Gegen Gestein und Wasser. Da sehe ich nur ein Problem für euch. Ist ein relativ Schnuppe. Ich denke, du hast höhere Defense. Weil gegen diese Gesteins- und Wasser-Pokémon wollt ihr als Pflanzen nicht kämpfen. Also, das Ding bin ich los. Das ist relativ sicher. Aber heute läuft's echt zwei mit demselben. Hier haben wir zwei Pflanzenstarter Zwischenentwicklung. Boah, noch stärker geht's nicht, oder Reptan? Ich würde sagen, wir bringen ihn um. Chico. Nee, Aerial Ace. Der reicht sogar! Also damit habe ich nie im Leben gerechnet. Lasst mich durch, ich will nur das Item. Apropos Item, wird mal Zeit, was rauszuballern, denke ich. Und zwar... Zack. Zack. Du brauchst nicht unbedingt einen Heal, du schon. So, jetzt gehen wir dann auf dem Weg weiter. Verpiss dich, Mautz. Das ist halt das Problem, das mir übel auffällt, wenn ich flüchten will, so. Ich habe genau ein wirklich schnelles Pokémon in meinem Team und das habe ich gerade sogar abgelegt. So, weiter geht's. Wir kommen schnell voran, wobei man auch sagen muss, ich spule heute wieder sehr viel, aber im Moment ist es halt echt nicht spannend, muss man sagen. Ich spare einfach Zeit. Ich meine, sehen solche Kämpfe für euch spannend aus? Ich bezweifle es. Und wenn doch, seid ihr seltsam. Ja, das Ding habe ich schon. Das Ding auch? Was ist denn dieser Bereich jetzt? Hier sind zweimal Teammitglieder encounterbar. Oh nein. Oh nein. Nein. Denk gar nicht erst dran. Für die, die es nicht mitbekommen haben. Metagross ist das Pokémon, das es bisher als einziges geschafft hat, eins meiner Pokémon zu töten, seit ich wieder im Randomizer-Mode bin. Und zwar das Sichlor-Fragezeichen-Man, mein Starter. Ja, Scary Face hast du auch so, wenn ich das... Durch sowas
Wenn das ein Crit gewesen wäre, wenn nochmal ein Metagross eins meiner Teammitglieder rausgenommen hätte, ich hätte diesen Raum so weit verlassen. Na, nee. Sandsturm habe ich genug Probleme mit, dadurch, dass Tyrann das als Fähigkeit hat. Ich denke mal, hier geht's jetzt. Ich sollte übrigens das Pokémon an der vordersten Stelle wechseln. Komm, Günther, mit Vulko könnte ich 0% fliehen. Ich finde ein Nugget. Also ich denke einfach mal, es geht oben weiter. Kann es sein, dass ich, was das angeht, bisher jedes Mal falsch lag? Ich dachte gerade kurz, das wäre ein Latios. Ey, aber ist so, wir haben, glaube ich, noch kein einziges Legi getroffen in dieser Randomizer. Weder beim Gegner noch irgendwo. Was auch nochmal meine Vermutung verstärkt, dass das nicht wirklich komplett random ist hier. Ich muss nächstes Mal echt gucken, dass ich eine komplett random Randomizer finde. Mein Plan ist ja wahrscheinlich für ein DS-Pokémon-Spiel Platin am ehesten vielleicht. Obwohl, Schwarz und Weiß würde ich auch gern mal spielen. Naja, das ist ein Thema für wann anders. Jetzt erstmal würde ich tatsächlich gucken, dass es nicht mehr so lange dauert, bis diese Randomizer endet. Mit dem Sieg in der Liga... Oh, ein Psyana. Mit dem Sieg in der Liga endet dieses Projekt. Und, Alter, hier gibt es echt viele gute Encounter in späteren Bereichen. Mit dem Sieg in der Liga wird dieses Projekt enden. Und ewig dauert es nicht mehr. Storyfinale, 8. Arena, Siegesstraße, Liga. Genau, das ist das, wegen dem ich, was ich hier überall erwartet habe. Vorhin hatten wir einen Safcon. Da habe ich ja schon gesagt, ist ein bisschen schwach. Haben die sich gedacht, okay, dann machen wir es so. Vorentwicklung. So, hier wollen zwei Keks kämpfen. Habt ihr wieder zweimal Pflanzenmittelentwicklungsstau? Oh, Nidoking. Nicht so schön. Also, wir können beide sehr effektiv auf Nidoking treffen. Jawohl, Nidoking ist raus. Level 35. Oh Gott! Mir war klar, dass es riskant ist, drin zu bleiben, aber ich habe nicht mit so viel Damage gerechnet. Und da auch nicht. Ach stimmt, das ist ja ein Gift-Typ, ich Idiot! Natürlich macht das so viel Damage. Aber Alter! Das hätte ins Auge gehen können. Das hätte gut ins Auge gehen können. Übrigens, hier, die haben Groudon gefunden und wollen ihn wieder erwecken. Hier so übrigens mal zur Story. Die hier random in der Gegend rumsteht, ist ein Vorstand. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich, glaube ich, ein bisschen besser vorbereitet. Hier steht einfach random ein Vorstand in der Gegend rum. Und die ist ein Haufen Ja, kommt eigentlich in der Regel nur in Haufen vor, falls ihr es nicht wusstet übrigens. Uff. Also wir haben es hier nicht mit einem schwachen Gegner zu tun. Admin. Och komm, ey! Müssen all deine Viecher so eine Scheiße einsetzen? Das gibt's doch gar nicht! Ich bin nicht salty! Ich
bin vergiftet. 100 HP für Volko. Beyblade kriegt auch noch ein Level. Was bist du? Ich glaube, irgendwas in Richtung, was auch immer. Diese, das so ähnlich ist wie Muschas, das Viech. Perlu, genau. Genau. Wer hatte wieder recht? Stark war das zum Glück nicht. Wenn das letzte nicht so krass wird und vor allem gut für Pflanz. Ich bereue meine Lebensentscheidungen in diesem Moment. Ein schwaches Pokémon, bei dem ich mit Pflanze gut gegen ankomme. Erfüllt. Ja, och, komm doch im Viereck, du Kleiner. Ich muss eine Runde drin bleiben. 33. Ich muss aber Tyrann heilen. Ich kann den nicht einfach einbringen. Okay, Energiefokus nur. Es benutzt keine starke Attacke. Ein 33er Brutalander. Und es nutzt jetzt Glut. Jawohl. Das macht gar nichts. Mein Sandsturm ist stärker. Und jetzt friss mein... Ich geb dem Ding gleich eine Kopfnuss. Mann, regt mich dieser scheiß Stein auf. Alter, es ist irgendwie traurig. Ich konnte innerhalb von 20 Minuten zweimal diesen Gag bringen, weil ein Brutalander mein Despotar mit Kopfnuss angreift und ich mit einer Rockslide hinterher setze. Aber das war's. Team Magma Admin Tab Dings da. Bita oder so, ich stand da. Ich weiß, dass Tabia ein Name ist, aber ich glaube, so hieß die. Ich soll vielleicht die Vergiftung heilen. Ja, die ist dann mal weg. Und ich muss auch ganz weit los. Ja, okay. Es sieht jetzt nicht so schlecht aus, sage ich mal, in meinem Team. Ich hatte gerade irgendwie einen schlechteren Eindruck. Ja, mein Rucksack ist voll. So schade, dass ich einen Top-Belly... Oh, jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's kritisch. Ihr könnt euch alle vorstellen, was jetzt passiert. Ich meine... Oh, ich habe erst 6 Orden. Ich habe vorhin gesagt, es fehlt nur noch die 8. Arena. Nee, ihr könnt euch wohl vorstellen, was hier jetzt los ist. Safe States, Alter. Ich guck mal gerade, was mein ältester Safe State ist, weil mir langweilig ist. Au. Wie wär's mit den Außen vom Karnevalsbeginn 2018? Oder nehmen, also Karneval habe ich jetzt gesagt, weil fällt halt auf das Datum. Oder wir nehmen einfach einen Oktober letzten Jahres. Bruh. Ich weiß nicht, ob irgendwer vielleicht noch AP brauchen könnte. Ich hab nur einen. Komm! YOLO! Groudon, nichts könnte dich erwecken aus deinem Schlaf. Der blaue Orb ist, was du gesucht hast, nicht? Ich hab dir den blauen Orb gebracht. Wach auf und zeig mir deine wahre Macht. Groudon, was ist los? War der blaue Orb nicht der Schlüssel? Groudon, wo bist du? Ach, du bist... Du bist hier uneingeladen reingekommen. Du musst irgendeinen billigen Trick abgezogen haben. Und Kampf gegen Team Magma Leiter. Wie auch immer du nochmal auf Deutsch heißt. Hat der nicht eine Brille in Omega Rubin Alpha Saphir? Jetzt mal so nebenbei.
Egal, er hat nur 3 Pokémon. Heißt aber nicht 37! Okay, hier hätte ich AP brauchen können. Aber 37? Willst du mich irgendwie flachsen? Ich glaub, der will mich verarschen. Das macht doch Schaden, je nachdem welches Level der Gegner hat, ne? Sah so aus. Okay, bringt ihm aber nichts. Okay, das Machomai ist tot und ich hoffe einfach, es war schon sein höchstgeleveltes. Ansonsten muss ich ganz weit los. Seeking. Bulbi, komm. Wenn du erwähnst, den kann Eisstrahl. Wehe, mir stirbt jetzt Bulbi weg. 39! Wenn das letzte Ding noch höher ist. Und dann noch ein starkes Pokémon. Ich muss ganz weit los, aber mich wundert es gerade, dass ich outspeede. Oh Gott. Nein! Du Dreckiger! Heute wieder sehr... Er benutzt jetzt einen Trank? Ich bin auch verwirrt. Aber ich schlag mich nicht selber deswegen, du Haufen... Oh, jetzt schon sehr gut. Also man merkt, heute ist eine emotionsgeladene Folge. Wie viel Damage macht das? Einmal tank ich's noch. Ich kann das Ding... Jawohl! Es hat schon gereicht. Nur noch ein Pokémon. Das ist nicht stark, das Vieh. Auch wenn ich jetzt echt... Komm. Vulko, das schaffst du. Vor allem denke ich ehrlich gesagt, dass das gerade sein höchstgeleveltes war. Ich bezweifle, dass das Ding auf 40 oder so ist. Ja, 38. Komm. Ja, Geschenk, was sonst? Es heilt noch mein HP. Also, ich will jetzt ja nicht sagen, dass sein Botugel mit Abstand das schwächste Pokémon war. Ich meine, ich bin mit 99 Leben reingegangen und mit 100 raus. Uff. Also am Anfang, vor allem diese, bei den Leveln hatte ich echt verdammt Angst. Wenn da, stellt euch jetzt mal vor, das wäre kein schwaches Botugel gewesen, sondern irgendwie noch, keine Ahnung, Groudon. Es muss einen Grund geben, warum Groudon geflohen ist. Das ist, was du sagen willst, nicht? Glaubst du, ich weiß es nicht. Wenn Groudon weg ist, gibt's keinen Grund mehr für diesen Vulkan. Ich jag Groudon, also tschüss. Und da ist er weg. Hier liegt noch ein Pokéball mit einem Fluchtseil. Man kann hier jetzt einfach ganz schnell wieder zum Eingang. Aber das wäre Verschwendung, weil ich jedenfalls mal damit rechne, dass ich hier auch jeden Moment raus bin. Aha, hier bin ich. Arbok gibt's ja auch noch. Fukano. Gut. Jetzt ist das Team Magma Versteck. Ich will ja auch nicht das nutzen, sondern das. Das Team Magma Versteck ist abgeschlossen. In der nächsten Folge machen wir weiter. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob jetzt irgendwie nächste Arena kommt oder vielleicht schon das Aqua-Versteck. Also, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und ciao.